Wusstest du, dass 40% aller Darmkrebserkrankungen durch Lifestyle-Veränderungen vermeidbar sind? Ich muss ehrlich sagen, ich finde das immer ganz schön heftig, wenn ich überlege, was wir so mit unserem Körper machen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, Lifestyle-Veränderung, was meinen wir damit? Mit Lifestyle-Veränderung meinen wir Ernährung, Bewegung und Stressreduktion. Ernährung, jetzt fragst du dich bestimmt nur, was soll ich machen? Also, hast du dir mal vorgestellt, eine Woche lang aufzuschreiben, was du so isst und trinkst und wie du dich darunter fühlst und wie deine Stuhlkonsistenzen darunter sind. Anschließend triffst du dich für eine Stunde mit einer Darmtherapeutin und die erstellt dir dann einen darmgesunden Ernährungsplan, damit du weißt, was du überhaupt essen sollst tagsüber. Der andere Punkt, Bewegung. Bewegung heißt nicht, dass man immer in die Muckibude rennen muss, um Sport zu treiben. Viele lieben es auch, draußen spazieren zu gehen, Fahrrad zu fahren, joggen zu gehen. Das muss jeder individuell für sich entscheiden. Ich denke nur, dass es sehr wichtig ist, dass man an seinem Wochenplan einfach wirklich feste Bewegungszeiten einbaut. Sonst bleibt man doch wieder auf der Couch liegen. Der dritte Punkt ist Stress. Kannst du schlafen? Regelmäßig? Kannst du zur Ruhe kommen? Oder hast du das Gefühl, dass du oft innerlich unruhig bist, viel grübelst, ganz oft traurig bist? Dann scheue dich bitte nicht, einen Anti-Stress-Coach aufzusuchen. Weil es ist ganz doll wichtig für die Erholung von unserem Körper, für unser Immunsystem, dass du nachts schlafen kannst und den Tag genießen kannst. Weil du wirst sehen, wenn du diese Lifestyle-Faktoren gut in deinem Leben veränderst, wirst du dich viel, viel wohler fühlen, du wirst gesünder bleiben und du tust was für deine Darmgesundheit. Also, denk an deinen Lifestyle.